Hallihallo, hallo, willkommen zurück zu Firestone Idle RPG. Weiter geht's. Wie ihr seht, ich hab's wieder gemacht. Bis heute Morgen habe ich's wieder mal schnell gemacht, ne? Prestige. 433. Endlich 4000 geknackt. Hat eine Woche später gedauert, als ich gehofft hatte, aber mein Gott, egal. Eine Woche später, früher oder später, ist egal. Wir haben es endlich geschafft, 4002. Schon mal geschafft, 433 Level hier im Moment. So. Immer hier auch hier wichtig, ne? Alle immer die ganzen Expeditionen mitmachen. Ist auch schon wieder Level 5 schon wieder. So, Verbesserung. So, mir ist bei 45.400. Also, es geht langsam, aber sicher geht es voran. Wie ihr seht, ne? Dauert natürlich alles ein bisschen, aber egal. Egal. Ist halt ein Idle-Game, ne? Ist nicht halt sowas wie Diablo 4 oder Last Epoch, schnell durchzocken und was. Nee. Ist halt ein Idle-Game. Dauert immer ein bisschen länger. Ach, guck mal. Vergessen. Egal. So, mach mal weg. Natürlich, bevor ich es wieder vergesse, Taverne, die haben wir natürlich schon mal gemacht. Und unsere 7 Überraschungsboxen machen wir natürlich wieder auf. Das kriegen wir diesmal. Einmal für Taverne. Naja, sonst nur Schrott. Egal. Ja, auch mal weitermachen. So, natürlich Taverne wieder rein. Also die eine, hier, machen wir weg. Metriten, okay. Heute haben wir 25, ja, nicht so viele wie sonst. Ein Schlüssel, sehr schön. Noch ein Schlüssel, sehr schön. Ja. Verträge mit Druiden, alles wunderbar. Wie viel haben wir? 26, können wir glaube ich schon machen. Ne? Zählt man da zuletzt nochmal. War der hier? Aurelia Speer? Nee, Moment, das hatten wir nicht mal gehabt. Schild, genau. Titan, himmlisches Schild, genau, Forschung und genau, 30 brauche ich da, okay, 30. Dauert noch ein bisschen, 4 Schlüssel noch. Das wäre aber schon mal wichtig, wenn wir das schon mal wieder eine Stufe höher hätten. Wäre schon mal gut, aber okay, mein Gott, müssen wir warten. Forschung, ja, hier bin ich bei Baum 10, 9 alle fertig bekommen. Ich habe ja wieder Kisten geöffnet. Hier habe ich auch schon fast Baum 6 fertig, in der Mitte hier die paar Sachen. Das dauert natürlich noch ein bisschen, ne, ist klar, aber... Es läuft. Darum geht es. Ich habe ja ein paar Kisten geöffnet. Wie ihr seht, wieder ein bisschen gesammelt hat, aber vor allem wieder viele Kisten geöffnet. Sehr viele. Wir haben wieder 10 öffnen, gucken wir, ob wir neue Siegel bekommen. Ein Seltenheitsgrad. Okay. Ja, und ein neues Siegel. Ja, geht doch. Zwei Siegel sogar bekommen. Sehr schön. Mach ich auch ab und zu mal, aber nur, ne? Ich will, wie ich diese viele habe, dann mach ich die auf. Ist nicht verkehrt. Kann man auch immer seine Ausrüstungsmacht weiter erhöhen. Machen wir die eben schnell auf hier. So, gleich haben wir's. Da haben wir auch wieder über 1000. Nee, ich will mal. 100 wieder auf alle Fälle. Ach, schade, egal. Aber wir haben ein paar hundert gehabt. Alle wieder öffnen. Das dauert immer ewig lange. Egal. So, ach, guck mal hier. So, Panzer, genau. Garage. Der Talos, der trifft bei Dailies. Bei den Kampfmissionen trifft er immer. Macht er natürlich noch nicht so viel Schaden, dauert noch ein bisschen. Bis er bei den, schon mal versuchen will. 79, aber 80. Ja, kann ich wieder Rollen verbessern. Also noch 52.000 Rollen, ne? Deswegen immer nur, erstmal nur ein Panzer, jetzt mittlerweile einen zweiten, okay. Ja, aber dauert alles. Da muss man ein bisschen aufbewahren, alles. Wie gesagt, bei der Kampagne, bei der Tagesmission, der trifft da auf alle Fälle. Immer, sehr gut. Also, ja, noch nicht, richtig gut, aber schon, er trifft schon mal. Nur hier kann ich noch nicht weiter, da trifft er noch nicht. Mal weg. Trifft er noch nicht wirklich, habe ich einmal versucht gehabt. Immer noch viel. Bei 80 vielleicht, noch die Rollen hat, da verfehlt.
Sollte schon mal treffen, wäre schon mal gut. Ne? Aber dauert noch. Bei 80 vielleicht, wenn er auch die Rollen hat, ne? Auch noch 5 Level höher. Dann könnte er sein, dass er dann schon mal hier bei den Kampagnenmissionen schon mal trifft. Könnte sein. Aber wie gesagt, der trifft noch gar nicht. Das ist unnütz im Moment noch, ne? Brauche ich nicht versuchen. Schwer genauso. Da fehlt nachher noch ein paar Level. Fehlt noch ein bisschen. Ne? Hier bei schwer genauso. Bei leicht ist das ja leicht. Genauso trifft er auch noch nicht. Oder trifft er jetzt? Ne, auch noch. Fair fehlt. Ich habe auch noch nicht, wie ihr seht, ne? Auch kein Thema. Mein Ziel ist ja erstmal 155 Kampagnensterne zu bekommen. Das wäre schon mal gut, wegen der Kiste halt. Aber es dauert alles noch ein bisschen. Das dauert noch. Na komm. Na. Das war klar, wollte ich euch nochmal zeigen. Aber 138 haben wir, also fehlen noch 17 Sterne. Die fehlen noch. Deswegen ist auch wichtig, wenn ihr könnt, immer diese Gilden-Expedition zu machen. Weil darüber kommt auch diese Marken. Hier. Expedition. Wo kommt nämlich diese Expeditionsabzeichen? Dann könnt ihr euren Panzer ja verstärken. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr könnt, immer diese Gilden-Expedition zu machen. So viele wie ihr könnt, natürlich, ne? Klar, logisch. Wenn ihr könnt, macht es. Wichtig. So. Ihr könnt auch wieder die Rollen, könnte ich wieder einiges verkaufen, eigentlich. Kann ich auch mal kurz mal machen. Ich glaube mal 50, geht mir nämlich schneller. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. So. Wieder umstellen, mal 10 müsste pro 10 müsste ich pro Tag verkaufen für Daily. Natürlich erstmal wieder Goldregen hier, ne? Goldregen, zack, fertig. Jetzt habt Firestone-Effekt. Ja, für mein nächstes Prestige schon mal machen. Und natürlich Prestige voll. Das ist natürlich aber, was ihr zuerst machen solltet. Goldregen, Prestige voll. Und Firestone-Effekt. Danach alle Hauptattribute. Das sind so die Dinge, die man zuerst machen sollte. Immer. Solchen dauert noch. 642 erst. Ich brauche 1000. Dauert also noch ein bisschen. War kein Thema. So, können wir kurz mal gucken wegen Siegel. Da was Neues. Ich glaube nicht. Ach, da können wir. Ja, können wir machen. Gut. Ring. Immer gut. Immer gut. Ball gibt Goldregen. Ist eben ziemlich weit unten, da ist er. Auf 10 schon mal. Ja, der Effekt, ne, was der Grundwert ist, durch so eine Sache halt, ne. Wir brauchen aber schon ziemlich viel Gold für einmal aufleveln, ziemlich viel Gold. Aber jedes bisschen hilft. 6, 6, habe ich das überhaupt schon? Da haben wir auf 6. Weil der andere, der Horn, ne, genau, Horn. Auch schon mal machen, ist alles für Ausrüstungsmacht. Dürfte nicht vergessen, ist auch immer wichtig. Siegel bitte. Ah, oh, oh, Schultern. Immer, wenn ihr könnt, erhöhen, verbessern. Kommt allen eurer Chance zugute. Moment, was ist aber jetzt? Ring. Ring, Ring, Ring. 1, 2, 3. Wenn ich gleich alles für mythisch auch an auf 9 bringen, genau. 1, 2, 3. Das ist der Gürtel. Okay. Sieht aus wie ein Ring, aber es ist ein Gürtel. Okay. Und die Kugel da. 1, 2. Ach, reicht leider nicht mehr. Ah, schade. Schade, schade, schade. Egal. Aber hat wieder was gebracht. So wird das natürlich auch immer dann Stück für Stück stärker. Alle eure Chars irgendwo dann auch. Und auch wenn ihr natürlich einen Chars in den Panzer habt, dann auch eine Panzer auch dann stärker. Nee, ein bisschen dafür, genau. Ist ja Blödsinn. Aber für die Kampagne vor allem wird dann automatisch ein bisschen stärker halt, ne? Immer. Und auch immer schauen. Auch immer ab und zu mal die Kisten öffnen. Dass ihr auch die Sterne für bekommt, überhaupt die zu verbessern. Die Ausrüstung ist immer nicht verkehrt.
solltet ihr immer so ab und zu mal machen. Mach ich auch ab und zu mal. Nicht jeden Tag, ne? Ah, ich muss mir viel mehr Kisten öffnen. Ich brauche viel mehr für den Sternen, für den Kristallen. Viel mehr. Ich habe so viele Siegel mittlerweile, ne? Wie ihr seht, ne? Erstmal alle hier soweit erhöhen, verbessern. Das dauert, alles dauert. Ach du Kacke, ne? Mystische Siegel. Ah, da kommen wir wieder. Relikt erhöht. Aber so jetzt nicht genug dafür. Da 23.000 schon. Ja. Aber egal. Immer so ein bisschen. Bisschen hier, bisschen da. Das hilft dann schon. Ah, können wir auch wieder zwei Sachen machen. Ein Ring, sehr gut. Bringt wieder mehr Goldregen. Die Schulter. Was sagst du? Auch nix. Da haben wir auch was. Handgelenk. Sehr schön. Deswegen ist es auch wichtig, dass er jeden Tag die Dailies macht. Zum Beispiel oder auch die Kartenmission für die Kisten. Jeden Tag nicht verkehrt. So. Haben wir ordentlich Ausrüstungsmacht bekommen. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Auch der sowas natürlich in Erfolge, kleine Erfolge, klar. So. Statist. Ist doch hier. Macht gesagt 1,38 Milliarden. Wir brauchen ja 5 Milliarden. Brauchen wir, um hier oben hinzukommen. Dafür braucht er 5 Milliarden Ausrüstungsmacht. Dauert natürlich, ne? Klar. Aber ein bisschen hier, ein bisschen da. Was kommt? Der Rest kommt dann schon. Langsam voranarbeiten. Der Weg ist das Ziel. So, sowas immer hier mitnehmen. Da könnt ihr natürlich, ne? Klar. Logisch. Ja, Goldring hat das schon einiges gebracht jetzt wieder, ne? Nur die Ringe ein bisschen upgraden und sowas, ne? Ja, Herz dauert jetzt ein bisschen für AP. 1,8, ich brauche 7,1. Das war natürlich ein bisschen, klar, aber es läuft. Das ist das Wichtigste. 4002, endlich 4000 schon mal geschafft. Endlich, immerhin, ne? Ja, ansonsten, Event ist im Moment keins. Kommt erst wieder in 2 Tagen. Das nächste. Und das ist auch, wir auch versuchen immer jeden Tag das Event zu machen. Es gibt immer drei Tage, also in 3 folgenden Tagen ein Event. Und das immer versuchen zu machen. Auch da, was ihr da bekommt, ist auch immer gut, nicht verkehrt, immer mitnehmen, wenn ihr könnt. Wenn ihr die Zeit natürlich für habt, ne, ist klar. Ihr wisst ja, ne, Computerspiel ist nicht das Wichtigste. Es soll nur Hobby nebenbei sein. Ansonsten würde ich sagen, dass, Kisten, kann ich noch Kisten öffnen überhaupt? Ja, komm, mach mal auf. Für die Kristalle halt, ne? Früher, also noch vor einem Jahr, glaube ich, oder anderthalb Jahre, musste ich die Kisten einzeln öffnen. Da gab es das hier noch nicht. Das war langwierig. Sehr langwierig. Wenn ihr das System noch kennt, ist natürlich jetzt viel besser, viel schneller vor allem. Viel, viel schneller. Können wir hier auch noch auf. Ja, das mache ich ab und zu mal. Wenn ich so 300, 400 Kisten wieder habe, ne, mache ich sie auf. Ausrüstung verbessern, fertig. So, von dem bisschen haben wir jetzt schon wieder hier da 42 Schiefe. Aber will ich euch jetzt nicht mit langweilen, dann mache ich wieder ein Offscreen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche zur nächsten Folge von Firestone 1 RPG. Sehen wir uns wieder. Hoffentlich. Bis dahin. Schön mit Öl.